Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, also dass Sie, Frau Dr. Scheer, sich hinstellen und bemängeln, dass an den Behörden also Parteibücher sitzen sozusagen, also das erstaunt mich. Das erstaunt mich wirklich, weil gerade die SPD und auch die Grünen sich den Staat ja hier zur Beute gemacht haben und die Behörden nach Gutdünken mit Parteibüchern eben ihren eigenen besetzen, meine Damen und Herren. Und diesen Parteienstaat, den lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Aber zurück zum Thema. Die Energiepolitik hat lediglich drei Aufgaben, nämlich eine bezahlbare, eine umweltverträgliche und eine versorgungssichere Energieversorgung zu gewährleisten. Bei all diesen drei Aufgaben, so sehen wir das auch ganz klar aus diesem Bericht des Bundesrechnungshofs, versagt die Bundesregierung bzw. sie missachtet diese Aufgaben. Und wenn ich zitieren darf, die Versorgungssicherheit ist gefährdet, der Strom ist teuer und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Dies birgt erhebliche Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Insgesamt haben die Risiken sich verschärft. Und genau das ist leider die realistische Bewertung des Bundesrechnungshofes. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Bescheinigung dieser Politik, die eine Sabotagepolitik an unserer Energieversorgung ist. Wir haben mit die höchsten Strompreise im Durchschnitt 41 Cent, Tendenz steigend, energieintensive Unternehmen verlassen das Land oder fahren ihre Produktion zurück. Wir haben abnehmende Versorgungssicherheit. Der größte Verteilnetzbetreiber rechnet damit, dass wir in Zukunft im Jahr bis zu 100 Abschaltungen haben werden. Und die Umweltzerstörung, meine Damen und Herren, die sehen wir ja mit den Windrädern an Land und eben auch im Meer. Und an einer Stelle räumt der Bundesrechnungshof auch mit einer ganz großen Lüge auf, dass nämlich die volatilen Energien nicht billiger sind. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Denn systematisch werden die Integrationskosten dieser volatilen erneuerbaren Energien weggelogen, meine Damen und Herren. Und das hat jetzt eben auch der Bundesgerichtshof festgestellt. Er sagt dann nämlich auch, dadurch entsteht außerhalb der Fachöffentlichkeit ein falsches Bild der tatsächlichen Kosten, meine Damen und Herren. Wind und Sonne schicken auf jeden Fall und doch eben ihre saftigen Rechnungen. So, der Bundesrechnungshof stellt weiterhin eine Beeinträchtigung der Biodiversität fest. Umweltschutzrelevante Maßnahmen, Verfahrensstandards sind abgesenkt worden. Unfassbar, meine Damen und Herren. Unfassbar auch, dass es kein Umweltmonitoring mehr gibt. Mit anderen Worten, die Grünen, die Ampel zerstören unsere Umwelt. Und wie in der DDR werden dann die Daten dieser Umweltschäden unter Verschluss gehalten. Fahren wir fort mit dem Bericht zur Sabotagepolitik dieser Ampelregierung. Es gibt nur optimistische, also beste Szenarien. Risiken werden ignoriert. Diese Szenarien sind, so Zitat, wirklichkeitsfremd. Wirklichkeitsfremd, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber wirklichkeitsfremd genau wie Ihre Politik insgesamt. Und eine Überprüfung der sogenannten Energiewende als solche findet ja auch nicht mehr statt. Damit werden, so der Bundesrechnungshof, Gefahren für die Versorgungssicherheit nicht rechtzeitig sichtbar. Mit Herrn Habeck als Geschäftsführer würde jedes Unternehmen in Pleite gehen oder einfach mit seinen Worten nicht mehr produzieren, meine Damen und Herren. Aber sein Motto ist ja, der Wirtschaft geht's gut, nur die Zahlen sind schlecht. Aha. Aber der Bundesrechnungshof entlarvt natürlich die Parolen von Herrn Habeck als Märchen. Herr Habeck sagt, er könne die Kritik nicht nachvollziehen. Und genau das ist das Problem, genau das ist das Problem, nämlich der Realitätsverweigerung des Herrn Habeck. Die Märchen der Gebrüder Grimm fangen an mit Es war einmal. Bei den ökosozialistischen Märchen von Herrn Habeck heißt es, es wird einmal. Und genau das sind diese typischen Heilsversprechen sozioökologischer Ideologien. Aber es wird nichts. Es wird allenfalls dunkel, meine Damen und Herren.
Der Bundesrechnungshof ist eine der letzten unabhängigen Behörden aus der alten Bundesrepublik. Kritiker werden ja bekanntlich als rechtsextrem verunglimpft. Und da stellt sich die Frage, ist der Bundesrechnungshof vielleicht bald ein Verdachtsfall? Er kritisiert die Ampel. Das ist ja in den Augen der Ampelregierung jetzt eine Delegitimierung des Staates. Ist der Bundesrechnungshof also rechtsextrem oder vielleicht ein gesicherter Fall Rechtsextremismus? Also jedenfalls bestätigt der Bundesrechnungshof die gesamte Kritik der AfD-Fraktion vollumfänglich. Nein, meine Damen und Herren, Zukunft, das heißt weg mit der Ampel und her mit Kernenergie. Kommen Sie bitte zum Schluss.